In Mecklenburg-Vorpommern große gesellschaftliche, kulturelle, demografische und ökonomische Chancen für unser Land eröffnet und dass die Integration der nach Mecklenburg-Vorpommern gekommenen Flüchtlinge sehr wohl eine ganz besondere Herausforderung darstellt, deren Bewältigung einer gemeinsamen Anstrengung aller staatlichen Ebenen, aber auch der freien Wohlfahrtspflege sowie der ehrenamtlichen Akteure bedarf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist, glaube ich, zunächst einmal auch Konsens hier zwischen den demokratischen Fraktionen in diesem Landtag und ist auch völlig unstrittig. Am 22. Februar, vor wenigen Wochen also, wurde zwischen Land und Kommunen ein sogenannter Integrationsgipfel abgehalten hier in der Staatskanzlei. Welche Ergebnisse hat dieser Gipfel gezeitigt? Erstens wurde festgestellt zwischen Land und Kommunen, dass die Integration der Flüchtlinge eine Sonderaufgabe sei. Und zweitens, dass der Bund, die Bundesregierung, mehr finanzielle Verantwortung übernehmen müsse. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber das war es dann auch schon. Über diese Minimalverständigung hinaus ist bisher wenig geschehen. Meine Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beobachtet bereits seit Monaten, wie die Landesregierung und ihre Ministerien an einem sogenannten Arbeitsprogramm Integration arbeiten und, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit einfach nicht fertig werden. Im November erklärte die Landesregierung auf die Nachfrage von Herrn Ritter, dass sie an einer Fortschreibung der sogenannten Konzeption zur Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten in Mecklenburg-Vorpommern, die im Übrigen aus dem Jahr 2011 stammt, arbeite. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit Dezember liegt unseres Wissens nach der Entwurf dieses sogenannten Arbeitsprogramms Integration, was die Fortschreibung darstellen soll, auf dem Tisch der Staatskanzlei. Jetzt haben wir zwischenzeitlich März und die Landesregierung ist immer noch nicht fertig. Auf den Fluren der Ministerien hört man nun, dass das Papier immer mehr verwässert wird und immer weniger verbindliche Maßnahmen enthält. Ich möchte Ihnen ein Beispiel vortragen. Sie können sich sicherlich alle an die sogenannten Integrationslotsen erinnern. Im Arbeitsprogramm Integration stand ursprünglich einmal, dass diese Integrationslotsen örtlich beratend tätig werden sollen. Dann kam das eine Ministerium und strich das Wort örtlich. Dann kam das andere Ministerium und strich das Wort beraten. Jetzt werden die Integrationslotsen nur noch tätig. Aber keiner weiß, wie eigentlich. Das ist leider der aktuelle Stand. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so kann Integration natürlich nicht gelingen. Was wir brauchen, sind klar definierte Integrationsaufgaben und Integrationsmaßnahmen, deren Finanzierung für die Kommunen endlich auch verlässlich geklärt werden. Und wir brauchen eine verbindliche Vereinbarung, wie diese Aufgaben zwischen Land, Landkreisen, Gemeinden, freier Wohlfahrtspflege und den freiwilligen Akteuren und Helferinnen und Helfern verteilt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese verbindlichen Vereinbarungen von Aufgaben, Finanzen und Verantwortlichkeiten kann das seit Monaten in der Pipeline feststeckende Arbeitsprogramm Integration nicht liefern und nicht leisten. Dafür brauchen wir ein Integrationsgesetz und, das ist mir wichtig, dieses Integrationsgesetz verwechseln Sie bitte nicht mit dem unsinnigen Integrationspflichtgesetz, was von einigen Kreisen in der politischen Landschaft in Deutschland gefordert wird. Das ist etwas völlig Unterschiedliches. Ein Integrationsgesetz, wie ich es eben gerade beschrieben habe, wie es bereits in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Berlin auch schon eingeführt wurde, könnte die Integration zu einem Erfolg führen. Ich persönlich bin im Übrigen auch beeindruckt, was amtliche und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Land und auch in den Kommunen derzeit leisten, obwohl die Rahmenbedingungen sich derzeit eher chaotisch darstellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dem Grundsatz fordern und fördern erkennen die Bürgerinnen und Bürger auf Grundlage eines solchen Integrationsgesetzes, sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund, dass sich die Gesellschaft der Herausforderung für eine gelingende, erfolgreiche Integration annimmt und diese strukturiert sowie verbindlich angeht. Regelungsbereiche eines solchen Integrationsgesetzes bzw. der dazugehörigen Begleitgesetze könnten unter anderem sein, und das können Sie der Begründung des vorliegenden Antrags der Fraktion Bündnis 90 den Grünen
entnehmen, könnte die interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung sein, Aufbau und Stärkung interkultureller Kompetenzen im öffentlichen Dienst, die Integration durch Beruf und Arbeit, das ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt, wer Arbeit hat, kann sich unglaublich gut integrieren, die Definition und die Finanzierung von Integrationsmaßnahmen durch die freie Wohlfahrtspflege und auch durch andere freie Träger, die Definition und die Finanzierung der Ziele der Jugendbildung und der Jugendhilfe, die Aufgabenbeschreibung für eine Beauftragte oder eben einen Beauftragten für Integration und Migration des Landes, aber auch für eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Integration und Migration in Landkreisen und Kommunen, die Aufgabenbeschreibung und die Zusammensetzung für einen Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen eben immer dabei berücksichtigt, dass es ja bereits bestehende Netzwerke und Strukturen und Beiräte hier im Land gibt. Das darf natürlich nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es geht darum, die Freistellung an wichtigen religiösen Feiertagen zu ermöglichen. Es geht darum, eine angemessene Vertretung von Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst des Landes sicherzustellen. Es geht unter anderem darum, die Partizipation von Ausländern bei Bürgeranträgen zu ermöglichen, das Bestattungsrecht anzupassen oder auch Regelungen zum islamischen Religionsunterricht zu finden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Erfahrung aus anderen Bundesländern zeigt, dass die frühe Einbindung möglichst vieler Verbände, Vereine und Interessenvertretungen bei der Erarbeitung eines solchen Gesetzentwurfs zum besseren Gelingen und zur gesellschaftlichen Akzeptanz des Vorhabens später beiträgt. Deswegen haben wir Ihnen heute auch keinen fertigen Gesetzentwurf vorgelegt. Wir hätten ja auch einfach den baden-württembergischen Entwurf anpassen können. Das wäre das Einfachste gewesen. Aber das ist nicht unsere Herangehensweise. Im Übrigen finde ich den Gesetzentwurf aus Baden-Württemberg relativ gelungen. Das wäre das Einfachste gewesen. Aber genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass entsprechend dass bei der Erarbeitung des Gesetzes von Anfang an die kommunalen Landesverbände, die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, die Migranten-Selbstorganisationen, der Flüchtlingsrat, die Gewerkschaften, die Wirtschaftsverbände, die Kirchen, die Religionsgemeinschaften, die ehrenamtlichen Hilfevereinigungen und weitere relevanten Institutionen, Verbände und Vereine aktiv einbezogen werden, so wie es auch in Baden-Württemberg bei der Erarbeitung des dortigen Partizipations- und Integrationsgesetzes erfolgt ist. Das hört sich alles sehr umfänglich an, kann aber organisiert werden. Es gibt gute Beispiele aus Deutschland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Forderung nach einem Integrationsgesetz ist keine originär grüne Idee, das gebe ich hier gerne offen und unumwunden zu. Wir haben diese Forderung aus den Kommunen nur aufgegriffen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und hier möchte ich auf einen Beschluss hinweisen, und zwar vom 15. September 2015, vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, der in einer Pressemitteilung erklärt hat, dass wir ein solches Integrationsgesetz brauchen. Und vor wenigen Tagen haben auch die CDU-Fraktionsvorsitzenden von Norddeutschland ein solches Integrationsgesetz, nicht Integrationspflichtgesetz, sondern ein Integrationsgesetz gefordert. Und wie gesagt, in Berlin, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hat man ein solches Integrationsgesetz schon verabschiedet, weil man es als absolut notwendig empfunden hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Schluss möchte ich bereits jetzt von dieser Stelle aus ankündigen, es gibt ja noch die Aussprache, dass wir beim Antrag der Linken, der ja hier in einer gemeinsamen Aussprache und Abstimmung erfolgt, keine gemeinsame Abstimmung, aber in einer gemeinsamen Behandlung hier erfolgt, dass wir die getrennte Abstimmung des Punktes Römisch 1 im Ganzen und dann die getrennte Abstimmung des Punktes Römisch 2 bezüglich der Ziffern 1 und 2 beantragen möchten, weil beim Punkt Römisch 2.1 fordert die Fraktion Die Linke eine Konzeption. Ich glaube, ich habe eben gerade dargelegt, warum wir glauben, dass eine Konzeption nicht der richtige Weg ist, weil es eben keine gesetzlichen verbindlichen Vereinbarungen darstellt. Wir wollen eher ein Integrationsgesetz. Deswegen werden wir uns bei diesem Punkt, der in die richtige Richtung zielt, uns einfach nur enthalten. Bei den anderen Punkten werden wir bei der Fraktion Die Linke natürlich zustimmen, denn auch hier geht der Antrag in die völlig richtige Richtung. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und freue mich auf die Aussprache. Vielen Dank. Das Wort zur Begründung des Antrages der Fraktion Die Linke hat der Abgeordnete Dr. Hikmat Al-Sabdi.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen beschäftigt uns seit langer Zeit. Es liegen viele Erkenntnisse vor und einige Abläufe haben sich eingespielt. Was jedoch fehlt, ist ein einheitliches Vorgehen, eine verlässliche Struktur und Finanzierung in unserem Land. Der Städte- und Gemeindetag hat die Situation im November letzten Jahres auf den Punkt gebracht. Mit seinem Drei-Wellen-Papier hat er Arbeitshinweise und Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt. Das Papier beschreibt exakt, was uns in den nächsten Jahren erwartet und was zu tun ist. Von der Aufnahme der Flüchtlinge über die Integration in unserer Gesellschaft bis hin zum Familiennachzug. Sehr geehrte Damen und Herren, mit unserem vorliegenden Antrag unterstützen wir die Positionen des Städte- und Gemeindetages e.V. Die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge ist eine besondere Herausforderung für das gesamte Land. Gleichzeitig ist sie eine Chance, den Auswirkungen der demografischen Entwicklung aktiv zu begegnen. 80% der Flüchtlinge sind jünger als 35 Jahre. Sie sind damit im erwerbsfähigen Alter und zwar noch für lange Zeit. Zudem sind sie motiviert, eine neue Ausbildung bzw. Weiterqualifikation zu absolvieren. Sie lernen schnell. Das zeigt sich in der Praxis immer wieder, meine Damen und Herren. Sie sind damit eine Antwort auf das demografische Problem. Diese große Chance müssen wir erkennen. Und natürlich müssen wir die Menschen zügig in die Gesellschaft integrieren, meine Damen und Herren, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Der Städte- und Gemeindetag gibt Handlungsanleitungen für alle drei Wellen. Die erste Welle. Die Flüchtlinge im Asylverfahren. Die zweite Welle sind die Flüchtlinge, die anerkannt sind und integriert werden sollen. Der benötigte Zeitraum für die Integration wird auf 5 Jahre geschätzt, meine Damen und Herren. Die dritte Welle ist der Familiennachzug. Allerdings ist der Familiennachzug mit dem vor kurzem beschlossenen Asylpaket 2 zunächst für 2 Jahre ausgesetzt. Das bedeutet in der Folge, dass sich die Familienangehörigen weiter auf die lebensgefährliche Route über das Mittelmeer begeben werden. Und auf diesem Weg sind bekanntlich alleine in den letzten 6 Monaten mehr als 350 Kinder ertrunken, meine Damen und Herren. Für die kommenden Jahre geht es darum, dass wir uns auf die zweite und dann auf die dritte beschriebene Welle konzentrieren. Das heißt, auf die Anerkannten und den Familiennachzug. Die Herausforderungen sind folgende. Erstens, die Flüchtlinge dürfen nach ihrer Anerkennung nicht obdachlos werden. Es muss ausreichender Wohnraum geben. Bestehender Wohnraum muss erschlossen und neue Wohnungen gebaut werden. Zweitens, die Kapazitäten in Kitas und Schulen müssen erhöht werden. Das heißt, es müssen mehr Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagogen und Sozialpädagogen, Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. Betreuungssysteme und das Ehrenamt müssen gestärkt werden, meine Damen und Herren. Drittens, es muss Sprachkursen für alle von Anfang an geben. Integrationskurse müssen unabhängig vom Arbeitsmarkt angeboten werden. Es muss auch Analphabetisierungskurse für Menschen geben, die nicht lesen und schreiben können. Auch berufsbegleitende Sprachkurse, Deutschkurse, müssen angeboten werden. All diese Einzelmaßnahmen müssen unverzüglich in ein einheitliches und verbindliches Integrationskonzept
in unserem Land zusammengefasst und dann umgesetzt werden. Das heißt, meine Damen und Herren, der Städte- und Gemeindetag geht davon aus, dass 50 bis 70% der Flüchtlinge, die zu uns kommen, eine dauerhafte Bleibeperspektive haben. Weiter geht er davon aus, dass 40% von den Flüchtlingen in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Aufenthaltsstatus erhalten, auch hier in unserem Land bleiben werden. Es sind also Menschen, die unser Leben und unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren mitgestaltet werden. Ich komme zu dem nächsten Punkt in unserem Antrag. Die Gesundheitskarte wurde in den vergangenen Tagen wieder heiß diskutiert. Wir waren kurz vor dem Schluss. Plötzlich hieß es, die Karte sei jetzt gar nicht mehr nötig. Sie mache keinen Sinn, weil die Asylverfahren verkürzt sind. Beweise hierfür gibt es jedoch nicht. Ich denke, das ist ein vorgeschobenes Argument. Der wahre Grund würde mich heute sehr interessieren, Frau Hesse. Unlängst plädieren auch Abgeordnete der SPD-Fraktion, Julian Barlen, Jörg Heiden, sehr verhemmend für die Einführung einer Gesundheitskarte für Flüchtlinge. Selbst die CDU war ja sehr überrascht von dieser 180-Grad-Kehrtwende. Zwar werden die Menschen, die aus Kriegsgebieten meist schnell anerkannt. Doch es gibt auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber, deren Anerkennungsverfahren lange dauert. Gerade deshalb ist die Karte so wichtig, damit die Menschen, die sich über Jahre im Leistungsbezug und sich über Jahre in einer Duldung befinden, einen leichten Zugang zu Gesundheitsleistung haben. Punkt. Wir rücken nicht davon ab. Wir sollten uns bei der aktuellen Debatte die Anhörung zu diesem Thema im Sozialausschuss ins Gedächtnis rufen. Damals, im April 2014, sprachen sich alle Expertinnen und Experten für die Einführung einer Gesundheitskarte für Asylsuchende und Flüchtlinge aus. Darunter unter anderem die Vertreter des Diakonischen Werks, des Flüchtlingsrats, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Krankenhausgesellschaft und des Migrantenrats meiner wunderschönen Stadt Rostock. Meine Damen und Herren, meine Fraktion unterstützt, wie gesagt, die Einführung einer Gesundheitskarte für Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Wir setzen uns zudem weiterhin für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der Leistung des Gesundheitswesens. Ich mache Ihnen an dieser Stelle, meine Damen und Herren, auch einen Lösungsvorschlag für Ihre Bedenken auf ganz pragmatische Weise, damit Ihre Bedenken auf pragmatische Weise ausräumen kann. Wir leben im Zeitalter der modernen Technik. Die elektronische Gesundheitskarte, wie es den Namen sagt, ist programmierbar und kann bei einer Änderung im Status eines Betroffenen angepasst werden. Selbst wenn sich der Status innerhalb kurzer Zeit für eine Person ändert, kann dieselbe Karte mit einer Anpassung im System weiter genutzt werden. Ich denke, dass Ihre wahren Bedenken bezüglich der Kosten liegen. Aber auch da gibt es eine Lösung. Wir möchten, dass der Kommunen für die medizinische Versorgung weniger Ausgaben entstehen als vor Inkrafttreten der Rahmenvereinbarung. Wir halten das für umsetzbar. Natürlich ist hier auch das Land in der Pflicht, für eine Finanzierung zu sorgen und Mittel bereitzustellen. Meine Damen und Herren, ich erwarte, dass unsere Aussprache heute zu einer Gesundheitskarte führt. Und natürlich zu einem Konzept für die Integration der Flüchtlinge. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Im Ältestenrat ist vereinbart worden, eine verbundene Aussprache durchzuführen
mit einer Dauer von über 150 Minuten. Ich sehe und höre dazu keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Und ich eröffne die Aussprache und das Wort hat die Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, Frau Hesse, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich zu meiner eigentlichen Rede komme, gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen. Erstens, Herr Saalfeld, was Sie hier vorgetragen haben, macht mich fassungslos. Und es ist eine Frechheit und es diskreditiert alle Menschen, die in Fragen der Integration hier bei uns im Land tätig sind. Und ich finde, das muss man an dieser Stelle einfach mal ganz deutlich sagen. Denn die Integration findet bei uns statt. Sie findet bei uns auf der Landesebene statt. Sie findet auf der kommunalen Ebene statt und insbesondere vor Ort. Aber dazu komme ich nachher noch. Das, was Sie hier machen, hören Sie doch einfach mal zu, ist etwas ganz Gefährliches. Sie benutzen dieses Thema der Integration, was so wichtig ist. Und ich danke Herrn Al-Sabdi, dass er sehr sachlich vorgetragen hat, was wir brauchen. Und wir haben in vielen Punkten Konsens. Sie missbrauchen dieses Thema. Und das Thema wird wunderbar von der rechten Seite aufgegriffen. Anstatt gemeinsam zu überlegen, so wie wir es im Sozialausschuss auch tun, anstatt zu überlegen, wie wir uns gemeinsam diesen Fragen nähern, fangen Sie an und benutzen dieses Thema. Und das ist so gefährlich. Und ich bin sehr enttäuscht davon, was Sie heute hier vorgetragen haben. Warten Sie ab, da kommt noch viel mehr. Warten Sie ab. Ich bin zum Beispiel dankbar. Gestern gab es eine Initiative von Herrn Brie und von Rudolf Borchert, die gemeinsam eine Erklärung abgegeben haben. Und das finde ich genau der richtige Weg. Die Demokraten müssen bei diesem Thema zusammenstehen. Wir können kontrovers diskutieren. Wir können uns auch darüber unterhalten, wie wir die einzelnen Punkte nennen. Aber wichtig ist doch, dass wir den Menschen hier im Land sagen, wie Integration gut gelingt und das auch gemeinsam schaffen. Und das, was Sie, das tue ich auch, Herr Saalfeld. Vielleicht müssten Sie sich einmal ein bisschen umfangreicher informieren. Weil das, was wir im Moment bemerken, das lässt sich vielleicht mal zusammenfassen, wenn man sich einige Bemerkungen anschaut. Es gibt oft den Hinweis, liebe Leserinnen und Leser, im Unterschied zu vielen anderen Artikeln finden Sie unter diesem Text kein Forum. Leider erreichen uns zum Thema Flüchtlinge so viele unangemessene, beleidigende oder justiziable Forumsbeiträge, dass eine gewissenhafte Moderation nach den Regeln unserer Netiquette kaum mehr möglich ist. Wir bitten um Verständnis. Solche und ähnliche Erklärungen finden sich derzeit unter vielen Artikeln auf den Online-Angeboten von Spiegel, Welt und anderen Medien. Dass die Diskussion zum Thema mit solcher Schärfe, Emotionalität und mitunter Aggressivität geführt werden, dass sie bisweilen unterbunden werden müssen, zeugt davon, dass wir in Sachen Integration viel zu tun haben. Für alle jene, die einer gelingenden Integration derer, die als Flüchtlinge hier nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind, auch eine Chance für unser Land sehen, bedeutet das in der Tat eine Menge Arbeit. Und zwar auf allen Ebenen. Land, Kommunen, Städte, Gemeinden, Ämter. Je besser wir diese Arbeit machen, desto mehr Akzeptanz wird es auch am Ende des Weges geben. Und die Landesregierung und die Kommunen haben sich eben gemeinsam aufgemacht, Ideen und Lösungen zu entwickeln, wie Integration ganz praktisch gelingen kann, welche Instrumente es dafür braucht, wer dabei welche Aufgabe übernehmen kann und muss. Und ich begrüße ausdrücklich den Willen der kommunalen Ebene, bei dieser Herausforderung zusammenzuarbeiten, ganz ausdrücklich. Denn nur so kann es gelingen und nur so kommen wir zu guter Integration. Und es gibt bereits erste Ergebnisse der Zusammenarbeit. Und ich finde es erstaunlich, dass Sie das negieren. Die Integrationsbüros in der Erstaufnahme, um Asylbewerberinnen und Bewerber gezielt in die Gemeinden lenken zu können und als Schnittstelle zur dann folgenden Vermittlungsarbeit der Jobcenter, ist einzigartig in der Bundesregierung. Das ist etwas, was wir hier in Mecklenburg-Vorpommern erstmalig eingeführt haben. Inzwischen haben in allen Kreisen und kreisfreien Städten zusätzliche Integrationsnutzen ihre Arbeit aufgenommen. Ganz wertvolle Arbeit. Wir sind regelmäßig als Landesregierung im Austausch mit diesen Integrationslotsen und können uns davon überzeugen, wie wichtig und wertvoll diese Arbeit ist. Das können Sie doch nicht negieren und ins Lächerliche ziehen.
Ohne Sprache keine Integration. Deshalb flankiert das Land die Integrationskurse des Bundes mit Unterrichtsangeboten für diejenigen mit individueller Bleibeperspektive. Um auch flächendeckend auf Sprachmittlung zurückgreifen zu können, werden wir die regionalen Sprachmittlerpools zu einer landesweiten Zentrale ausbauen, wie ich finde, ganz wichtig und richtig. Herr Al-Sabdi sagte es, der Bedarf an Kita-Plätzen steigt und die Kommunen müssen das Angebot an Betreuung und Förderung entsprechend ausdehnen. Deshalb haben wir vereinbart mit der kommunalen Ebene, dass die zugewiesenen Mittel aus dem Betreuungsgeld in der Kindertagesförderung auch vor Ort fließen, auch bei den Wohnsitzgemeinden. Und damit auch die Schulträger ihre Räumlichkeiten und ihre Ausstattung der jeweiligen Situation in ihrer Region anpassen können, stellt das Land in diesem und im kommenden Jahr zusätzliches Geld für Baumaßnahmen zur Verfügung. Und um die steigende Nachfrage, auch das sagte Herr Al-Sabdi, nach kostengünstigen Wohnungen abfedern zu können, gewährt das Land den Kommunen Zuschüsse, wenn sie leerstehende Miet- und Genossenschaftswohnungen instand setzen. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, das sind alles ganz konkrete Schritte, die vor Ort auch ankommen, die Handlungsspielräume vor Ort vergrößern und die viel beschworene Willkommenskultur vor Ort mit einer Willkommensinfrastruktur ausstatten. Und dieses vor Ort betone ich deshalb so sehr, weil uns allen klar sein muss, dass die eigentliche Integrationsleistung eben dort stattfindet, vor Ort. Sie findet dort statt, wo Einheimische und Migranten aufeinandertreffen, wo Geflüchtete unterkommen, wo Haupt- und Ehrenamt sich ihrer annehmen, wo Sprache und Kultur vermittelt wird, wo Job- und Ausbildungschancen entstehen. Und ich war in letzter Zeit viel vor Ort unterwegs, um mir Projekte, Initiativen und Angebote anzuschauen, die sich der verschiedenen Integrationsschritte widmen, Sprache, Beschäftigung, soziale Teilhabe. Und mein herzlicher Dank, und ich finde, das werde doch heute auch ausgesprochen werden müssen, mein herzlicher Dank gilt allen, die sich in diesen Bereichen engagieren, ob im Hauptamt oder im Ehrenamt. Und ich werde auch weiterhin im Land unterwegs sein, um genau mit diesen Menschen auch zu sprechen, mit den Migranten, die sich integrieren wollen und mit denjenigen, die sie dabei unterstützen. Denn am Schreibtisch bleibt die Praxis eben Theorie. Und deshalb hilft es aus meiner Sicht wenig, wenn die Landesregierung sich hinsetzt und ein, wie es der Antrag nennt, einheitliches, verbindliches Integrationskonzept zu Papier bringt. Frau Ministerin, lassen Sie eine Anfrage zu. Denn dieses Papier wäre am Tag seiner Verabschiedung überholt. In einem Kontext, der sich ständig ändert, müssen wir in der Lage sein, flexibel zu reagieren. Und da sind wir uns einig mit dem Landkreistag und dem Städte- und Gemeindetag. Eine solche Reaktion ist es übrigens auch, dass wir uns entschieden haben, von der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge Abstand zu nehmen. Und ich gebe auch zu an dieser Stelle, ich war selber für die Gesundheitskarte, weil auch ich das so gesehen habe wie Sie, Herr Al-Sabdi. Mittlerweile haben sich aber Rahmenbedingungen verändert. Das erzähle ich Ihnen gerne. Vor allem wegen der deutlich beschleunigten Asylverfahren und dem erheblichen Haftungsrisiken, die für die örtlich zuständigen Behörden durch die hohe Fluktuation der Schutzberechtigten entstehen. Und wir haben uns dazu im Sozialausschuss auch verständigt, zu sagen, wir hören jetzt nochmal Betroffene an. Und ich kann nur empfehlen, im Sozialausschuss den Städte- und Gemeindetag nochmal einzuladen, die das auch ausdrücklich angeboten haben, das nochmal vorzutragen, weil nämlich auch der Städte- und Gemeindetag mittlerweile sagt, dass die Einführung dieser Gesundheitskarte keinen Sinn mehr macht. Insofern lassen Sie uns darüber diskutieren, aber lassen Sie uns auch die Praktiker an dieser Stelle hören. Und ich finde, dass dies auch eine verantwortungsbewusste Entscheidung ist, weil wir einfach auch veränderte Realitäten berücksichtigen müssen. Was für eine solche Handlungs- und Reaktionsfähigkeit notwendig ist, ist, und Herr Al-Sabdi sagt es, und da stimme ich auch überein, eine klare Bestandsaufnahme, was zu tun ist, eine klare Aufgabenverteilung und dann auch eine finanzielle Untersetzung. All das müssen wir, Bund, Land, Kommunen, Gemeinden, eng miteinander abstimmen und das muss auch aktualisiert werden. Und das ist auch genau das Ergebnis, ausgehend von den jüngsten Gesprächen bei den Ministerpräsidenten. Dort haben wir uns nämlich verabredet, also alle, die dort am Tisch standen, zu sagen, wir schreiben kein Konzept, wir schreiben auch jetzt kein Gesetz, sondern wir machen einen Integrationsfahrplan. Genau das, was Sie beschrieben haben, wollen wir tun, aber eben in einer verschlankten Form. Wir wollen genau definieren, wer macht was, wer braucht was, wo gibt es Schnittstellen, Verbesserungsmöglichkeiten, Nöte, Erfolge. Und wenn wir das definiert haben,
Dann werden wir auch im Anschluss die Frage stellen, das bearbeitet dann die Arbeitsgruppe Finanzen, was kostet das alles und wer bezahlt das? Und es ist schon jetzt sicher, dass wir aus der Arbeit beider Gruppen auch konkrete Forderungen an den Bund ableiten werden. Das Entscheidende ist aber, die Landesregierung setzt auf einen gemeinsamen Prozess, auf eine Interaktion der verschiedenen Ebenen, auf regelmäßigen Austausch, sodass am Ende immer ein konkretes Handeln stehen kann, statt weiche Programmsätze zwischen zwei Aktendeckeln. Denn wer Integration als Herausforderung sieht, muss sie auch annehmen. Wer sie als Chance sieht, muss sie auch ergreifen. Und genau das werden wir tun. Und es kann sogar irgendwann am Ende des Weges ein Gesetz dabei rauskommen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt halte ich es einfach nicht für sicher und gut, so ein Gesetz zu schreiben, was sich schnell wieder überholen kann, weil wir auch nicht wissen, was auf Bundesebene stattfindet. Und im Übrigen wissen wir doch alle, in welcher zeitlichen Problematik wir stecken. Das heißt also, bis zum Ende der Legislatur werden wir es doch gar nicht schaffen, so ein Gesetz über die Schwelle zu tragen. Und mal ganz ehrlich, ich habe mir Ihre Begründung angeguckt. Sie haben es selber gesagt. Sie haben quasi sich angeguckt, was andere Bundesländer gemacht haben. Wir hatten gestern das Gleichstellungsgesetz. Die Fraktion Die Linke hat sich wenigstens die Mühe gemacht, ein eigenes Gesetz zu schreiben. Sie haben Überschriften aus anderen Gesetzen abgeschrieben. Und das ist doch nun wirklich das kann doch nicht das sein, was Sie jetzt unter einem Gesetz verstehen, dass Sie Überschriften aus anderen Gesetzen abschreiben. Zumal in den Überschriften auch Punkte sind, wo ich wirklich Zweifel habe, ob das gewollt sein soll. Zum Beispiel, dass wir der kommunalen Ebene vorschreiben sollen, wie sie Integrationsausschüsse bilden. Das haben zum Teil die Landkreise auch gemacht und gut gemacht. Und da, wo es auch gut funktioniert, da sollten wir doch nicht von Landesebene reinfunken. Was soll ich dazu noch sagen? Zusammenfassend bleibt mir einfach nur noch mal der Appell an alle demokratischen Fraktionen, sich hier auf einen gemeinsamen Weg zu machen. Gemeinsam zu schauen, wie wir gelingende, gute Integration vor Ort ausgestalten können. Und ich werde das mit der kommunalen Ebene machen. Und ich werde nicht zulassen, dass Sie dieses Thema missbrauchen. Dankeschön. Das Wort hat der Abgeordnete Herr Silkeit von der Fraktion der CDU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst erst einmal herzlichen Dank in Richtung Sozialministerin. Besser hätte ich das in Richtung Grüner auch nicht formulieren können. Und ich will sogar noch um einen Punkt ergänzen. Hickmann, ich hatte eigentlich von dir noch einen Satz erwartet zu der Eingangsbemerkung des Kollegen Saalfeld, als er die Verabredung oder Festlegung, wie auch immer sie nur heißen mögen, vom 22. Mal so abgewedelt hat. Damit hat er eigentlich euren Antrag zur Hälfte schon mal vom Tisch gefegt. Er hat im Grunde genommen gesagt, das, was ihr beantragt, das waren Peanuts. Nur das, was die Grünen beantragen, das ist hier im Grunde genommen der Kern der Debatte. Herr Saalfeld, lassen Sie das Protokoll geben, lesen Sie sich mal durch, was Sie gesagt haben, wenn Sie nicht Herr Ihrer Sinne sind, das ist nicht mein Problem. Für mich ist bei den vorliegenden Anträgen aber wieder eins deutlich geworden. Scheinbar reden alle über dasselbe Thema, aber eben nur scheinbar. Sie, meine Damen und Herren der Grünen, insbesondere der Grünen, aber auch teilweise der Linken, verstehen Integration ausschließlich als Aufgabe und Verpflichtung für die Gesellschaft. Wir dagegen gehen von einer Position des Forderns und Förderns aus. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, so ganz falsch können wir damit nicht liegen, denn Sie beziehen sich ja auf die Publikation des Städte- und Gemeindetages. Denn auch der Städte- und Gemeindetag stellt in eben diesen Arbeitshinweisen bereits fest, ich zitiere, unter allen Umständen muss der Eindruck vermieden werden, dass die Flüchtlinge im Verhältnis zu anderen, ich ergänze mal, Menschen, besser gestellt werden. Ende des Zitats. Diese Position finde ich aber bei beiden Anträgen nicht. Ebenso,
Ebenso, nein, das scheint es offensichtlich nicht zu sein, denn Sie haben vorhin die Bemerkung von Herrn Saalfeld hoffentlich noch gehört, als es um das Thema Pflichten ging. Also so selbstverständlich scheint das nicht zu sein. Ebenso blenden Sie auch die Sitzung, die letzte, insbesondere die letzte Sitzung des Sozialausschusses aus. Mir wurde berichtet, dass eben zu eben diesen Themen eine umfangreiche Erörterung im Sozialausschuss stattfand. Ein gravierender Überhang, gravierende Regelungsdefizite wurden vor Ort auch nicht reklamiert, aber jetzt komischerweise in der Debatte vorgebracht. Aber ganz offensichtlich passt eine agierende Landesregierung nicht in ihr Konzept, weshalb sie permanent mit Unterstellungen arbeiten. Und das ist jetzt in Richtung insbesondere der Grünen gerichtet. Jetzt schenkt also die Landesregierung der Integration von Flüchtlingen zu wenig Aufmerksamkeit. Zu wenig ist hinreichend unbestimmt und klingt aber erst einmal vorwerfbar. Es gibt allerdings einen Haken bei der Sache, wir ziehen uns diesen Schuh gar nicht erst an. Wenn Sie sich einmal genau umschauen würden und nicht immer Ihre Energie darauf verschwenden würden, zunächst das Haar in der Suppe zu suchen, dann müssten Sie zugeben, dass Mecklenburg-Vorpommern nicht untätig war. Und ich habe mir einen Satz von Herrn Saalfeld zumindest im Beginn eines Satzes mitgeschrieben. Ich fand ihn faszinierend, weil meine Erfahrungen sehen ganz anders aus. Da heißt es, die Erfahrung aus anderen Ländern zeigt, Punkt, 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 habe ich da nur noch gemacht, weil den Rest habe ich mir nun wirklich nicht mehr angetan, mitzuschreiben. Mir zeigt die Erfahrung aus anderen Bundesländern eines ganz deutlich, dass Mecklenburg-Vorpommern ganz oben bei der Bewältigung dieser Problematik steht. Und das war nicht nur die Problematik der Erstaufnahme von Flüchtlingen, das zeigt mir die Bearbeitung der Anträge dieser Flüchtlinge. Und ich bin noch fest davon überzeugt, dass wir anderen Bundesländern in Deutschland auch bei der Frage der Integration weit voraus sein werden. Herr Silkeit, lassen Sie eine Anfrage des Abgeordneten Saalfeld zu? Nein. Gut, dann können Sie fortfahren. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, das Land war nicht untätig, auch wenn es die Opposition hier schon gebetsmühlenartig unterstellt. Ihnen ist, und die Ministerin hat unter anderem auf die Integrationsbüros, die Integrationslotsen hingewiesen. Ich will in diesem Zusammenhang noch einmal die Projektgruppen anführen, die sich ebenfalls mit dem Thema Integration beschäftigen. Ihnen ist bekannt, dass diese Gruppen die verschiedensten Handlungsfelder bedienen, wie Wohnen, Gesundheitsversorgung, Sprachmittlung, Kultur, sozialer Arbeitsmarkt, Integration, Jugendhilfe, Kindertagesförderung, Bildung und Finanzen. Und die ersten Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen, dieser Unterarbeitsgruppen, wurden bereits auch bei dem Spitzengespräch am 22. Februar erörtert. Aber nicht nur die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen spielen eine entscheidende Rolle, auch die laufenden Maßnahmen sind an dieser Stelle exemplarisch zu nennen. Hier seien nur an zusätzliche Deutschlehrer erinnert, die bereits Ende letzten Jahres auf den Weg gebracht wurden, an die aktuell angebotenen Deutschkurse, auf die hat die Ministerin im Übrigen auch im Sozialausschuss hingewiesen. Selbstverständlich müssen diese Angebote ausgebaut werden, und zwar zeitnah. Aber darauf ist der Kollege Al-Sabti eingegangen, auch auf die Verantwortung des Bundes, die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen, kurzfristig aufzustocken. Auch da sind wir uns einig. Um die Flüchtlinge schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, müssen die Abschlüsse so schnell wie möglich anerkannt werden, beziehungsweise den Flüchtlingen muss es ermöglicht werden, einen Berufsschulabschluss zu erwerben. Auch da sind wir nicht auseinander, lieber Kollege Al-Sabti, aber an dieser Stelle auch mal einen kleinen Hinweis. Ich erinnere an die Zeit der Wiedervereinigung, an die 90er Jahre, und ich erinnere daran, wie schwer wir uns auch teilweise damit getan haben, Abschlüsse aus der ehemaligen DDR hier in Deutschland anzuerkennen. Und deswegen wird das mit Sicherheit kein einfacher Prozess werden. Es war keine qualitative Wertung, es war einfach nur mal eine kleine Erinnerung an das, was wir auch zu dem Stückchen gemeinsamer deutscher Geschichte zählen. Lieber Kollege Ritter, wichtig ist auch, dass die Betriebe im Land besser über die Möglichkeiten informiert werden müssen. Aber ich sage es auch mal, auch das ist Ende letzten Jahres hier schon breit diskutiert worden und auch von mir hier angeführt worden. Die Bundesagentur
Die Industrie- und Handelskammer sowie die Kreishandwerkschaften haben ihre Bereitschaft dazu längst erklärt und auch hier gibt es bereits entsprechende Programme. Durch die Schaffung der Integrationsbüros in den Erstaufnahmeeinrichtungen, die Ministerin hat darauf hingewiesen, beginnt die Integration bereits mit der Aufnahme der Flüchtlinge. Wenn ich mich recht entsinne, mir fällt jetzt auf Anhieb kein einziges Bundesland ein, das diese Institution bereits heute gebildet hat. Also auch dort sind wir Vorreiter. Der erste wichtige Schritt, um zu erfahren, wer gute Bleibechancen hat, wer überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern und ganz wichtig in den Kommunen bleiben möchte und wer welche Ausbildung hat. Das ist genau die Aufgabe dieser Integrationsbüros dort vor Ort. Und ich könnte mir durchaus auch ein Konstrukt vorstellen, in dem auch die Handwerkskammern, IHK und Co. noch mehr gerade in diesen Büros integriert werden. Aber das ist möglicherweise auch eine Sache des nächsten Flüchtlingsgipfels. Die heutige Zeit wird durch das Internet geprägt und das ist nicht neu, das ist keine Plattitüde und ist auch nicht weiter verwunderlich. Daher ist es selbstverständlich, dass Mecklenburg-Vorpommern ein Online-Portal für Flüchtlinge geschaltet hat und der HTTP willkommen.inmv.de willkommen bietet das Portal in mehreren Sprachen, Deutsch, Englisch und Arabisch, seine Hilfe an. Hier finden die Flüchtlinge und ihre Betreuer alles auf einen Blick, was die Qualität der Übersetzung im Arabischen betrifft, das kann ich nicht beurteilen, das überlasse ich dann eher den Fachleuten, aber was dort auf Deutsch steht, kann sich durchaus schon sehen lassen. Auch die Landkreise haben sich entsprechend aufgestellt und das ist eben der springende Punkt. Die Ministerin hat auch dort auf die Rolle der Landkreise, auf die Rolle der Ehrenamtlichen hingewiesen. All das wird im Grunde genommen negiert, wenn wir hier nur permanente Negativdebatten führen, wenn wir uns nicht einfach auch mal 5 Minuten Zeit nehmen, um ganz einfach hervorzuheben, dass sich Mecklenburg-Vorpommern in keiner Beziehung verstecken muss. Und das will ich deshalb an dieser Stelle auch ganz deutlich nochmal mit dem Dank an alle in diesem Bereich tätigen Ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbinden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie dürften bereits Ende letzten Jahres festgestellt haben, dass meine Fraktion längst die Notwendigkeit eines Integrationsgesetzes erkannt hat. Und ich wiederhole, Integrationsgesetz. Herr Saalfeld, auch wenn Sie immer das Gegenteil behaupten, ich bleibe bei Integrationsgesetz. Dazu brauchten wir weder den Anstoß, der Grünen und strittig ist auch, dass ein solches Gesetz dazu beitragen kann, und ich betone es ausdrücklich, kann, die Integration der Flüchtlinge zu vereinfachen und zu verbessern. Das konnten Sie bei mir schon am 15. Dezember letzten Jahres nachlesen. Also wie gesagt, wir brauchten Ihren Antrag dazu nicht. Allerdings frage ich mich, warum die Grünen erst jetzt wach werden. Eigentlich hatte ich bereits nach dem besagten 15.12. mit einer entsprechenden Reaktion gerechnet. Aber vielleicht brauchte man, und die Ministerin hat es ja vorhin mal kurz angesprochen, vielleicht brauchte man etwas länger Zeit fürs Abschreiben. Denn auch mir ist aufgefallen, dass Sie sich kräftig in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bedient haben. Und insbesondere bei den Überschriften, Herr Saalfeld, und nicht bei den Inhalten. Aber wie immer im Leben ist es bei Begrifflichkeiten so, dass für den einen, der sieht dieses und der andere sieht jenes unter dem Begriff. Und Integrationsgesetz ist eben nicht Integrationsgesetz. Ihre Forderungen kommen wie immer häufig schmalbrüstig und thesenhaft daher. Das kann man ja auch wunderbar in Ihrem Antrag lesen. Aber Sie bleiben sich da wenigstens Ihrer Linie treu. Lieber eine starke Behauptung als ein schwacher Beweis. Ein gutes Integrationsgesetz muss auch Verpflichtungen für Migranten enthalten. Und da können wir diskutieren, wie wir wollen. In erster Linie zählen dazu die Verpflichtung, schnellstmöglich die deutsche Sprache zu erlernen, aber auch Kenntnisse und die Anerkennung des deutschen Rechtssystems und die Anerkennung des deutschen Rechtssystems und der Lebensverhältnisse, der Normen und Regelungen sind unverzichtbar. Im Zweifelsfall muss auch die Gleichberechtigung und Akzeptanz der Frau erlernt werden. Und die Grundlagen unserer Demokratie, die Trennung von Religion und Staat, der Vorrang, ja viele wissen es schon, lieber Kollege Ritter, und darauf bezieht sich das Wort im Zweifelsfall. Die Grundlagen unserer Demokratie, die Trennung von Religion und Staat, der Vorrang staatlicher Gesetze vor religiöser Regeln, die Schulpflicht auch für Mädchen, all das
muss ein Gesetz als Pflichtenkatalog beinhalten. Und es müssen Sanktionsmöglichkeiten enthalten sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Integrationsgesetz, wie ich es mir vorstelle, lässt sich nicht von heute auf morgen stricken. Der Inhalt muss abgestimmt werden und da bin ich bei Ihnen. Der Inhalt wird eben nicht nur hier im Plenum abgestimmt, der wird auch mit den Vertretern der kommunalen Gemeinschaft abzustimmen sein, der wird mit den Verbänden, mit den Gewerkschaften und Co. Abgestimmt werden müssen und wir nähern uns jetzt dem Ende der Legislaturperiode. Insofern kann sich jeder an fünf Fingern abzählen, das wird in den nächsten 3 Monaten definitiv nichts. Ich bin mir sicher, ich weiß nicht, ob wir lange gewartet haben. Ihr habt mit eurer Forderung ja schon ganz schön lange gewartet, lieber Kollege Ritter. Ich gehe vom heutigen Zeitpunkt aus. Heute liegt der Antrag auf dem Tisch. Ihr hattet im Dezember schon die Gelegenheit, wie gesagt, auf meinen Vorschlag zu reagieren. Das habt ihr nicht gemacht. Also kommt jetzt bitte nicht damit, dass ihr uns unterstellt, wir hätten gepennt. Das haben wir beileibe nicht gemacht. Und ich bin mir an einem Punkt sicher, das zukünftige Integrationsgesetz wird nicht so aussehen, wie Herr Ritter es sich vorstellt oder wie Herr Saalfeld es sich vorstellt, aber vielleicht auch nicht, wie ich es mir vorstelle. Ich danke auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Herr Müller von der NPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die vorliegenden Anträge reihen sich in eine lange Liste von Drucksachen der Grünen und Linken ein, die alle unter der Parole deutschfeindlich zusammengefasst werden können. Die Verwaltung sollte dieses Schlagwort als Rubrik mit in die Landtagsdatenbank aufnehmen. Niemand kann sich jedoch erklären, woher ihr Hass auf das eigene Volk kommt. Herr Ritter, Ihnen dürfte doch sicherlich noch bekannt sein, wofür das Wort Volk in Volksarmee stand. Zwischen der DDR und der Sowjetunion gab es auch kein Multikulti, sondern eine sogenannte Völkerfreundschaft. Genauso verhielt es sich mit der Volkssolidarität, den volkseigenen Betrieben, der Volkspolizei, der Volkskammer und so weiter. Anscheinend haben Sie, Herr Ritter, aber aus der Geschichte nichts gelernt. In dem Antrag der Linken heißt es, dass die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge eine Chance ist, die Auswirkungen der demografischen Entwicklung aktiv zu begegnen. Meine Damen und Herren, wenn Sie mit Auswirkungen der demografischen Entwicklung, zum Beispiel die für Sie finanziell schmerzhafte Verkleinerung des Landtags meinen oder sinkende Steuereinnahme befürchten, dann muss ich Ihnen zustimmen. Aus dieser Perspektive heraus betrachtet, werden Ihre ganzen tollen Ausländer vielleicht eines Tages für Ersatz sorgen können. Für uns hingegen steht nicht das Geld, sondern das deutsche Volk im Mittelpunkt unseres politischen Handelns. Für uns gibt es kein Weiter-so im Dienste anderer Nationalitäten, Kulturkreise und Glaubensgemeinschaften. Doch kommen wir zurück zu Ihren Anträgen. Wie oft haben Sie uns, vor allem während der Debatten hier im Landtag, vorgeworfen, bei dem relativ geringen Ausländeranteil von rund 2% in Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich Panikmache zu betreiben. Ihrer Ansicht nach konnte von Zuwanderungsproblemen keine Rede sein. Wir haben denen immer entgegengehalten, dass es auch in deutschen Großstädten wie Berlin, Hamburg und München genauso anfing. Mit den heute vorgelegten Anträgen führen Sie Ihre eigene Argumentation zum wiederholten Male ad absurdum. Sie müssen sich schon entscheiden. Entweder ist der Ausländeranteil in Mecklenburg-Vorpommern zu gering, um sich darüber Gedanken zu machen, oder wir stehen vor großen gesellschaftlichen Umwälzungen und brauchen, je nachdem, auf welcher Seite man steht, ein Integrationsgesetz oder, wie wir es fordern, gesetzliche Regelungen zur Rückführung. In einem Rechtsgutachten zu einem Integrationsgesetz für Baden-Württemberg wird Klartext gesprochen. Zitat: Zum einen ist den Bürgerinnen und Bürgern ohne Migrationshintergrund durch die Gesetze und die darüber geführte Diskussion deutlich geworden, dass es einen Problembereich gibt,
der im Interesse des inneren Friedens eines Landes geregelt werden muss. Zitat Ende. Im Interesse des inneren Friedens geregelt werden muss. Ein jeder kann sich nun also vorstellen, was in Zukunft auch auf Mecklenburg-Vorpommern zukommen wird. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, dieses Bundesland, nennen die Grünen ja in ihrer Antragsbegründung, besitzen von 18 Millionen Einwohnern mehr als 4 Millionen einen sogenannten Migrationshintergrund. In den Ballungszentren im Ruhrgebiet und im Rheinland haben laut offiziellen Angaben die Hälfte der Jugendlichen keine deutschen Wurzeln. Statt weiterer gesetzlicher Regelung zur Integration wollen wir den inneren Frieden unseres Landes wahren bzw. in Teilen wiederherstellen, indem wir Polizeibehörden und Justiz personell und materiell massiv aufstocken, indem wir stationäre Grenzkontrollen und Asylschnellverfahren einführen, indem wir abgelehnte und kriminelle Ausländer sofort abschieben und indem wir mit jedem für Ausländer eingesparten Euro deutsche Familie fördern und unterstützen. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Frau Kaselitz von der Fraktion der SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jeden Montag treffen sich in meiner Heimatstadt Frauen und Männer, die schon immer da wohnen, aus Nachbardörfern oder aber auch aus den Altbundesländern zugezogen sind, mit einigen unserer neuen Nachbarn, die aus Ghana, Mauretanien, Algerien und Syrien gekommen sind, zu einem offenen Gesprächskreis. Vor einigen Wochen war Gisela, eine gut 70-jährige Frau, zum ersten Mal in unserer Runde. Sie ist seitdem an jedem Montag da und hat zu einer syrischen Frau, die mit 3 Kindern allein auf der Flucht war, eine besonders enge Beziehung entwickelt. Zusätzlich zum Sprachkurs, den alle Ausländer besuchen können, lernen sie zum Beispiel gemeinsam ganz individuell Deutsch in kleiner Runde. Gisela ist Mitglied der Patchwork-Gilde Deutschlands. Sie hat also ein ganz besonderes Hobby. Aus vielen einzelnen, kleinen, oft bunten Stoffteilen näht sie in mühevoller, zeitaufwendiger Arbeit Patchwork-Decken. Sie gestaltet diese Kilts ganz individuell. Es entstanden teilweise richtige Kunstwerke, die sie schon in Ausstellungen gezeigt hat. Am Montag in dieser Woche hatte sie eine besondere Überraschung für alle 15 unserer syrischen Kinder. Ob Baby oder Teenager, jeder bekam von ihr seinen ganz persönlichen, einmaligen Kilt geschenkt. Die bunten Decken sollen jetzt, wo es kalt ist in Deutschland, wärmen und künftig die oft noch trostlos wirkenden Unterkünfte schmücken. Ganz gleich, ob sie hier bleiben werden oder auch nicht. Die Decken werden sie an die Zeit bei uns erinnern. Warum erzähle ich Ihnen dieses Erlebnis? Es ist für mich wie ein Gleichnis. Aus vielen kleinen Teilen, Aktionen, entsteht etwas, das zu einem Ganzen zusammengefügt wird. Das Ganze erfüllt aber nur dann seine Funktion, wenn vorher ein Plan vorhanden war, der ein Ziel hatte. Wir in Penzlin, in Mecklenburg-Vorpommern, in ganz Deutschland wollen Menschen, die Schutz für sich und ihre Kinder suchen, helfen und ihnen eine neue Heimat bieten. Das gebieten uns Anstand, Humanität, Nächstenliebe und nicht zuletzt auch unsere Verfassung. Unser Land, unsere Zivilgesellschaft hat in den vergangenen Monaten eine enorme Hilfsbereitschaft gezeigt. Tausende Freiwillige helfen jeden Tag bei der Unterbringung, Versorgung und Unterstützung der Geflüchteten. Ohne diesen
unermüdlichen Einsatz könnten staatliche Stellen auf allen Ebenen die gewaltige Aufgabe manchmal nicht schultern. Allen, die hier im Einsatz sind, gilt unser Dank und unsere Anerkennung. Die vergangenen Monate haben aber auch dafür gesorgt, dass alle die, die mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung und der Integration der vielen Schutzsuchenden betraut waren, die unterschiedlichsten Konzeptionen, Programme, Verordnungen oder Gesetze auf den Weg gebracht haben. Dazu sind zahlreiche Projektgruppen aktiv. Auf allen Ebenen wird um bestmögliche Regelungen und Festlegungen gerungen. In der konkreten Umsetzung der großen Aufgabe sind auch bei uns im Land Landkreise und Kommunen sehr unterschiedlich an die Lösung herangegangen. Überall wurden eigene Erfahrungen gemacht, bewährte Praktiken und konkrete Probleme konnten in der Arbeit erkannt werden. Bei weitem herrscht nicht überall das erwähnte chaotische Treiben. Es ist ein großer Erfolg, dass nun gemeinsam mit der kommunalen Ebene in Mecklenburg-Vorpommern der Integrationsprozess einheitlich ausgestaltet wird. Das aus etwa 10 Personen bestehende Arbeitsgremium Integration, in dem die kommunale Ebene besonders stark vertreten ist, möchte bereits im April, dann beim 4. Flüchtlingsgipfel des Landes, erste Ergebnisse vorlegen. Unter Berücksichtigung der Verantwortungsgemeinschaft zwischen Bund, Ländern und Kommunen wird hier konkret analysiert, beraten und verbindlich umgesetzt, wer wann was im Prozess leisten kann, welche Schnittstellen besonders sensibel sind, wo Beratungsangebote ineinander greifen müssen und wie finanzielle Lasten fair getragen werden können. Das ist nach unserer Meinung gegenwärtig der bessere Weg, um schnell zu konkreten Handlungsgrundsätzen zu kommen. Ähnlich lautet die Forderung im Antrag der Linksfraktion. Ein Partizipations- und Integrationsgesetz, wie es Bündnis 90 Die Grünen fordern, ist sicherlich auch für unser Land auf Dauer gesehen sinnvoll. Wenn ich aber etwas in den gut 2 Jahren, die ich im Landtag mitarbeiten durfte, gelernt habe, so ist es der Umstand, dass wir für ein neues Gesetz viel Zeit benötigen. Die Zeitschiene ist also der größte Hemmschuh. Ein solches Gesetz sollte nicht übers Knie gebrochen werden. Wir müssen erst einmal die laufenden Verfahren mit der kommunalen Ebene in den Griff bekommen. Idealerweise setzt ein Integrationsgesetz dann genau auf den Einigungen auf, die wir momentan pragmatisch erzielen. Starten wir jetzt mit einem Integrationsgesetz, gibt es 2 parallel laufende Diskussionsstränge, die nicht zwangsweise zur Besserung der Lage beigetragen werden. Außerdem ist, wie schon gesagt, unser Bundesland bei gerade einmal 2% das Land mit dem geringsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Für das Gelingen einer Sache, beispielsweise der Integration, ist nicht zwingend ein Gesetz notwendig. In erster Linie ist es der feste Willen aller Beteiligten, am Ende ein positives Ergebnis zu erreichen. Hier müssen wir demokratischen Fraktionen zusammenstehen. Jetzt danke ich der Sozialministerin, Herrn Silkert und Herrn Al-Sabdi für ihre ausführlichen Beiträge und kann das bei mir dann ein bisschen einkürzen. Es geht darum, den konkreten Weg der Integration zu zeichnen, sagte unsere Sozialministerin im auch schon erwähnten letzten Sozialausschuss. Dabei muss uns immer bewusst sein, Integration ist eine Aufgabe für alle, die uns noch lange beschäftigen wird. Migrationsexperten haben recht, wenn sie darauf verweisen, dass die Integrationsprozesse alle Menschen der deutschen Gesellschaft mit einschließen. Wir sollten nicht immer nur auf die jeweils Neuankommenden starren, denn eine Migrationsgesellschaft verändert sich für alle, die in ihr leben. Einheimische und auch die, die schon länger in Deutschland lebenden Migranten, müssen sich unter den neuen Bedingungen am Arbeitsmarkt, in der Schule oder in der Familie neu orientieren. Die Gesellschaft wird sprachlicher, kultureller und sozialer Hinsicht vielfältiger und komplexer. Manche Menschen fühlen sich dabei nicht immer integriert und mitgenommen. Es geht darum, das Zusammenleben mit den Menschen zu gestalten. Wir müssen die, die Anspruch auf humanitären Schutzstatus als Flüchtling haben, auch als solche begreifen. Sie sind eben nicht mehr als Flüchtende in unserem Land unterwegs. Ihre Flucht sollte endlich zu Ende sein. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch von mir noch ein Wort zur Gesundheitskarte. Wenn im Austausch mit der kommunalen Ebene Erkenntnisse gewonnen werden, die am Nutzen ihrer Einführung gegenwärtig zweifeln lassen,
so sollte das Vorhaben vorerst nicht weiterverfolgt werden. Der zurzeit erkennbare sehr kurze Zeitraum der Nutzung und die hohe Fluktuation der potenziellen Nutzer sprechen ebenfalls dagegen. Damit komme ich zum Ende meiner Ausführungen. Viele Aufgaben müssen wir uns gegenwärtig stellen, mit deren Ausmaß wir vor einem Jahr noch nicht in der Form gerechnet haben. Wir wollen dabei immer dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen gemeinsam gut leben können. Sorgen wir also auch gemeinsam dafür, dass bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen nicht auf einen Flickenteppich von Maßnahmen zurückgegriffen werden muss, sondern auf einen soliden, aufeinander abgestimmten Integrationsfahrplan. Unsere Landesregierung ist dabei auf einem guten Weg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Herr Saalfeld von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, also ich bin schon erstaunt, was eben gerade hier im Plenarsaal los war. Insbesondere bin ich persönlich sehr enttäuscht von der Sozialministerin. Mit ihren scharfen Attacken hat sie sehr unsachgemäß versucht, den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu diskreditieren. Allerdings auf einem so niedrigen Niveau, das ich bisher in diesem Haus nicht gekannt habe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vorzuwerfen, dass sie der NPD den Mund rede oder aber Munition für die NPD liefere, das ist schon wirklich unterste Schublade. Und Frau Hesse, wenn Sie diese Sorge ernsthaft gehabt haben, dann wäre es doch für Sie ein leichtes gewesen, im Vorfeld mit uns das Gespräch zu suchen. Und Sie haben es nicht gesucht. Und deswegen werte ich Ihren Angriff eben gerade als eine scheinheilige Argumentation. Ihnen geht es hier überhaupt nicht um die Demokratie, sondern einzig und allein um in einem politischen Theater den Klamauk zu gewinnen. Und das finde ich ganz, ganz unterste Schublade, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Hesse hätte das Gespräch führen können. Und sie hat es nicht geführt, weil es ein guter Antrag ist. Weil es ein Antrag ist, der hier einen wunden Punkt der Landesregierung berührt. Und es muss auch in schwierigen Zeiten möglich sein, Kritik an der Landesregierung zu üben, ohne dass man als Nestbeschmutzer hingestellt wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen sollten wir uns alle überlegen, ob das hier wirklich das Niveau sein sollte, auf dem wir hier weiter zusammenarbeiten wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir dann hier von Frau Hesse vorwerfen zu lassen, dass ich mich bei den Akteuren der Flüchtlingshilfe nicht bedankt hätte, das schlägt wirklich tatsächlich fast den Boden aus. Ich habe meinen höchsten Respekt in der Einbringungsrede genau diesen Helferinnen und Helfern, hauptamtlich wie ehrenamtlich, gezollt. Und Frau Hesse, dann muss man mir eben auch mal zuhören und nicht nur die vorgefertigte Rede vorlesen. Aber das geht einfach zu weit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann hat Frau Hesse hier den Grünen vorgeworfen, sie wollen den Kommunen vorschreiben, wie sie Integrationsbeiräte zu gründen hätten und zu führen. Frau Hesse, ich wollte Sie fragen, die Frage haben Sie ja nicht zugelassen, ob Sie auch den Nachsatz in den Klammern jeweils gelesen haben im Antrag. Da steht nämlich jeweils unter Berücksichtigung bereits heute bestehender Netzwerke und Beiräte. Frau Hesse, warum behaupten Sie hier wissentlich die Unwahrheit, dass die Grünen hier den Kommunen Strukturen vorgeben wollen, wenn etwas völlig anderes im Antrag steht? Ich finde, das ist einfach völlig niveaulos. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich für meinen Teil erwarte mehr von einer Integrationsministerin und nicht eine so schlechte Argumentation. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Sielkeit hat uns vorgeworfen, wir hätten die Ergebnisse des kommunalen Gipfels, des Integrationsgipfels vom Tisch gewischt und hätten damit die Hälfte des Antrags der Linken obsolet gemacht.
Auch Ihnen, Herr Silkeit, empfehle ich, hören Sie zu. Denn ich habe gesagt, dass wir über diese Ergebnisse hinausgehen wollen. Ich habe nicht diese Ergebnisse verworfen. Ich habe nur gesagt, es waren die zwei, die ich genannt habe, nämlich, dass Sie sich darauf geeinigt haben, dass es eine Sonderaufgabe ist und dass der Bund mehr Verantwortung übernehmen müsse. Aber dann habe ich gesagt, das war es auch. Wir wollen mehr. Und wie Sie hier rein interpretieren, dass wir diese Ergebnisse vom Tisch gewischt hätten, das ist Ihrer Fantasie offensichtlich geschuldet, hatte aber mit der Realität hier im Plenarsaal nichts zu tun. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kaselitz, Ihre Rede hat mich in der Tat beeindruckt. Sie haben wirklich sehr schöne Beispiele für Maßnahmen für eine erfolgreiche Integration vor Ort vorgetragen. Aber es zeigt mir an diesen Beispielen auch, wie wichtig ein Integrationsgesetz oder, wie es die Linke nennt, ein kleinen Moment, Herr Saalfeld. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete, ich möchte Sie herzlich bitten, entsprechend dem Thema hier auch eine ernsthafte und sachliche Debatte zu führen und natürlich die Debattenkultur hier des Hauses auch zu achten. Dazu gehört, dass wir dem Redner auch zuhören und die Argumente austauschen. Ich lasse natürlich Zurufe zu, aber in sachlicher Form, nicht in der Form, wie das eben gelaufen ist. Bitte, Herr Abgeordneter Saalfeld, Sie können Ihre Rede fortführen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich führe fort. Frau Kaselitz, Sie haben sehr schöne Beispiele genannt, die mir eben zeigen, dass diese Beispiele überall in unserem Land zu einer besseren, erfolgreichen Integration beitragen. Wir müssen aber auch schauen, dass es nicht nur punktuell bei solchen Beispielen bleibt, sondern dass wir systematisch Rahmenbedingungen schaffen, dass Integration erfolgreich umgesetzt werden kann. Und wie solche Maßnahmen, die Sie ja so sehr schön vorgetragen haben, in Zukunft auch finanziert werden, wer sie übernimmt und so weiter und so fort. Und deswegen halte ich auch, um weiterhin solche schönen Beispiele aus dem Land zu hören, ein Integrationskonzept für zielführend und ein Integrationsgesetz für zielführend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch einige Sätze zur Gesundheitskarte sagen. Die Fraktion Die Linke fordert ja, sich auch weiterhin für die Einführung einer Gesundheitskarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber einzusetzen. Diese Forderung schließt sich meine Fraktion natürlich an. Nachdem Sozialministerin Hesse noch Anfang des Jahres im Sozialausschuss dieses Landtags bekannt gegeben hatte, dass es eben einen entsprechenden Entwurf für die Rahmenvereinbarung gibt und die Einführung der Gesundheitskarte noch im laufenden Jahr zu erwarten ist, ist nun leider ein Zurückrudern zu erkennen. Das hat sie auch offen dargelegt und sie hat auch ihre Beweggründe offen dargelegt, nämlich die Karte hätte aufgrund der beschleunigten Anerkennungsverfahren des Bundes nur noch wenige Tage Gültigkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind an dem Punkt noch nicht angekommen und ich glaube das auch erst, wenn ich sehe. Denn wir sind momentan noch meilenweit von solchen schnellen Anerkennungsverfahren entfernt. Die Realität sieht anders aus und ich hoffe natürlich auch, dass die Verfahren sehr viel schneller gehen, aber ich sehe es noch nicht. Und wir hören ja auch immer wieder in den Bundesmedien, dass trotz zigfach und vielen Stellen im Land und im Bund, die geschaffen wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, trotzdem die Geschwindigkeit der Anerkennungsverfahren nicht zugenommen hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei etwa einem Drittel aller Bewerberinnen und Bewerbern dauern die Anerkennungsverfahren auch deutlich länger als eben nur ein paar Tage. Und das sagte auch die Vorsitzende des Flüchtlingsrates Ulrike Seemann-Katz vergangene Woche in Schwerin. Die Begründung von Ministerin Hesse, die Karte vorerst nicht einzuführen, weil die Entscheidungen für Flüchtlinge stark beschleunigt wurden, gehen an der Realität vorbei. Denn die beschleunigten Entscheidungen betreffen im Übrigen auch vor allem nur Syrer. Wir haben aber mehr als 20 Herkunftsländer. Klagen gegen ein abgelehntes Asylverfahren, gegen die Entscheidung der Behörde, können Wochen, Monate dauern. Und auch hier muss eine Gesundheitsversorgung sichergestellt sein. Frau Seemann-Katz sagt im Übrigen, hier zitiere ich Sie, im vergangenen Jahr wurden in Mecklenburg-Vorpommern 18.000 Asylanträge gestellt, rund 6.000 Menschen würde die Gesundheitskarte also hier helfen. Insoweit Kostenbedenken bei der ganzen Geschichte eine Rolle gespielt haben mögen, möchte ich nochmal auf die Evaluationsberichte aus Bremen und Hamburg verweisen, die ja deutlich dargelegt haben, dass sich eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge tatsächlich rechnet, weil sie den Verwaltungsaufwand erheblich verkleinert.
Und meine sehr geehrten Damen und Herren, da bin ich auch dem Beispiel von Hikmat Al-Sabti sehr dankbar. Man kann eine Gesundheitskarte auch so einführen, dass man, wenn sich ein Status im Aufenthaltstitel ergibt, natürlich eine Veränderung hinten im System einprogrammiert. Wenn ich meinen Wohnort wechsle oder der Arbeitgeber sich ändert, ja, dann kriege ich keine neue Gesundheitskarte, sondern dann rufe ich bei der Krankenkasse an oder gehe dorthin und dann wird das im System geändert. Das liegt jetzt nicht an dem Plastikteil. Und ich glaube, hier sollte die Landesregierung ernsthaft nochmal drüber nachdenken, ob nicht ein Problem, was sie sieht, technisch sehr einfach heutzutage schon zu lösen ist. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier bitte ich tatsächlich auch nochmal um mehr Energie und Engagement bei der Einführung der Gesundheitskarte. Das ist möglich. Ich glaube auch, dass wir uns eigentlich hier im Raum auch alle einig sind, dass so eine Gesundheitskarte für die Flüchtlinge eine Verbesserung der Situation darstellt und den Verwaltungsaufwand erheblich verringert. Und da bin ich ja der SPD-Fraktion sehr dankbar, dass sie noch vor kurzer Zeit im Sommer des vergangenen Jahres stolz verkündet hat, dass die Gesundheitskarte kommt. Und da würde ich Sie an Ihren eigenen Worten gerne messen wollen. Wir werden sehen, ob sie kommt oder nicht kommt. So sehr, Herr Müller, wie Sie behaupten, dass sich die Rahmenbedingungen geändert hätten, haben sich die Rahmenbedingungen nicht geändert. Denn die Menschen bleiben genauso lange in unserem Land. Und ich sehe auch noch nicht die beschleunigten Verfahren. Also, ich denke, wir sollten daran festhalten, nicht, dass wir in einigen Monaten hier widerstehen und feststellen, die Verfahren sind genauso lang, es hat sich nichts für die Flüchtlinge verbessert und für die Verwaltung hat sich auch nichts verbessert. Deswegen bitte ich sowohl um Zustimmung für unseren Antrag als auch für die Zustimmung des Antrages der Fraktion Die Linke, die im Übrigen auch sehr ähnlich sind. Das möchte ich hier auch nochmal unterstreichen. Also, Frau Hesse hat versucht, einen anderen Eindruck zu vermitteln, aus welchen Gründen auch immer. Aber der Unterschied zwischen dem Antrag der Grünen und dem Antrag der Linken besteht eigentlich nur darin, dass die Linken ein Integrationskonzept fordern und wir ein Integrationsgesetz. Und das ist der eigentliche Unterschied. Und Herr Silkeit, Sie haben ja selbst gesagt, so ein Integrationsgesetz ist ja durchaus was Sinnvolles. Und Ihre Fraktionsvorsitzenden aus Norddeutschland haben genau das gefordert. Und deswegen möchte ich Sie da auch gerne beim Wort nehmen und bitte auch Sie, hier entsprechend unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Herr Ritter von der Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Müller von der NPD-Fraktion, zwei Dinge vorweg. Also aus meiner Zeit in der Volksarmee kenne ich auch noch den Begriff Völkerfreundschaft. Das kennen Sie wahrscheinlich nicht. Das kennen Sie wahrscheinlich nicht. Und wenn Sie denn meinen, dass unser Bestreben es sei, unser Volk durch die Ausländer zu ersetzen, kann ich Ihnen zumindest sagen, dass es uns allen gut gefallen hat.